Meine lieben Damen, meine lieben Herren, ist hier eigentlich Weibsvolk anwesend unter den Zuschauern? Wollte ich mal wissen. Als hätten wir nicht genug zu tun, spielen wir jetzt auch noch ein Derby gegen Schlacke 04. Die sind vom Abstieg bedroht. Wir können feiern eigentlich schon, dass wir im Viertelfinale der Champions League sind. Aber da soll es ja nicht enden. Wir waren ja im Halbfinale der Europa League im Vorjahr. Dies Jahr soll es zum ganz großen Titelgewinn reichen. Und wir sind auch weiterhin den Würzburgern, den Lautern und den Düsseldorfern auf der, ja, auf der Pirsch. Wir verfolgen sie. Die Niederlage gegen Rostock war ärgerlich, aber dennoch, wir haben Ingolstadt komplett zerstört. Wir haben keinen einzigen Verletzten, keinen einzigen Gesperrten. Stehen im Viertelfinale der Königsklasse. Es könnte uns schlechter gehen. So, es gibt Einzelgespräche mit einigen. Ich muss dran denken, die Torhüter auch mal ab und zu rotieren. Der Stani Savljevic, ja, macht genau wie Vertainen hier eine unglaubliche Entwicklung durch. Der Ogbu mit 4 Buden im letzten Spiel hat sich jetzt auch eingereiht. Der war vielleicht ein bisschen angestachelt durch die Verpflichtung des Schrenn. Ja, ist jetzt ärgerlich. Jetzt kann ich, wenn die so aus allen Rohren schießen, dann kann ich ja eigentlich den Ogbu jetzt nicht wieder rausnehmen. Und Tahiri und Mohr kann ich eigentlich sowieso nicht rausnehmen. Auch wenn der Mohr vielleicht, ja, jetzt hat er mal ein paar Spiele nicht getroffen, aber er hat ja auch viele Vorlagen gegeben und so weiter. Ins Einzeltraining geht jetzt einfach mal unser neuer Freund Dormisi. Das Derby gegen Schalke muss natürlich gewonnen werden. Die Saison ist noch lang, wir haben noch 14 Spieltage vor der Brust. Was sind der Dormisi hier? So, wir trainieren leicht die Kondition. Was machen unsere Fitnesswerte? Ja, sind beide okay, nicht überragend, aber okay. Dann machen wir einen Waldlauf. Das Pressing muss doppelt eingeübt werden. Ansonsten, die Einwürfe sind echt schlecht, die üben wir jetzt einfach 4-mal direkt. Ja, mal wieder ein pickepackevolles Programm hier und heute. Abseitsfalle üben wir auch einmal und reklamieren. Das kann man ja auch in der Supermarktkasse manchmal gebrauchen. Wir haben in der letzten Woche 4,6 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das heißt, der Papa kann weiter hier den Immobilienhai raushängen lassen. Ich bin der weiße Hai unter den Immobilienkäufern. So, wir kaufen nochmal ein Mehrfamilienhaus für 1,5 Millionen Euro, 50.000 Euro Angestellten. Da schaffe ich natürlich, oder sichere ich Arbeitsplätze mit, wenn ich, also mit ich meine ich den BVB, dieses Gebäudebesitzern ist das natürlich, ist die Zukunft dieses Gebäudes sicher. So, ich würde gern weiter Leute einbürgern, wenn Griechenland mir nicht den Einbürgerungshahn zudrehen würde. Ja, dann müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben, und das ist leider nicht sonderlich viel. Ja, dann geht's jetzt auf zum Derby. Ich bekomme ein Lob. Auch hier ein Lob. Jazz Igbun, das ist ein schöner Vorname, er rückt in die Jugendmannschaft auf. Bei seiner Zeugung kamen die Eltern angeblich improvisiert. So, Nîmes gewinnt den europäischen Supercup gegen Rio Ave. Simon im Kreuzbandanriss. Das die kleinen zwei Buchstaben A und N machen da zum Glück einen großen Unterschied. Dennoch, der hat jetzt schon mehrere kleine Wehwehchen hintereinander gehabt. DFB-Pokal, Viertelfinale steht auch an. Freiburg zerstört Regensburg mit 5-1. Viktoria fliegt als letzter Drittligist raus, verliert 0-1 gegen RB Leipzig. Heidenheim unterliegt Hoffenheim und Elfmeterschießen. Halle gewinnt in Nürnberg. Das heißt, im Halbfinale haben wir noch Erst- und Zweitligisten Leipzig gegen Hoffenheim. Auch wieder ein Sympathenduell. Und Freiburg gegen Halle. Die Erstligisten jeweils mit dem Heimrecht. Hoffenheim gegen Leipzig. Da schnallt doch der Traditionalist mit der Zunge. Wir spielen auf Schalke. Die stehen auf Platz 14. Ich habe ja Schalker Vergangenheit. Auch wenn nicht mehr hier. Ja, die Leute hier kenne ich jetzt nicht persönlich. So, wir sehen, Simon fällt 5 Wochen aus. Das heißt, Vertainen rückt natürlich wieder in die Startformation. Steiner hat ja gezeigt, dass man ihn nicht rausnehmen sollte. Der Schrenn geht mal zumindest auf die Bank.
Den Orkbo kann ich so nicht rausnehmen. Maw und Tahir kann ich sowieso nicht rausnehmen. Wir haben das letzte Spiel 5-0 gewonnen. Deswegen keine weiteren Änderungen. So, Daniel Fuchs, das ist ein echter Fuchs. Der hat ein Interview gegeben, der sagte zu der Frage, mit welcher Taktik werden Sie in das Spiel gegen den BVB gehen? Es ist ein Derby, da gibt es keine Taktik. Das Spiel wird eine offene Schlacht und wird mit Sicherheit über die Zweikämpfe entschieden. Die müssen wir annehmen und gewinnen. Was zeichnet Ihre Mannschaft aus? Unser Sturm ist immer für einen oder mehrere Treffer. Gut, ja, was sollen wir dann erst sagen? Selbst an schlechten Tagen muss unser Gegner 90 Minuten hellwach sein. Ich habe hier noch so eine Dose Monster Energy. Eine letzte Frage, wie geht das Spiel aus? Tippen möchte ich eigentlich nicht, ich bin da nicht sehr erfolgreich. Ja, hat nicht über mich gesprochen. Ich sage auch einfach mal nichts. Die Ansetzung alleine muss genug Motivation sein. In der ausverkauften Felddienstarena, knapp ein Drittel der Zuschauer sind BVB-Fans. Thomas Gottschalk tippt 2-1 auf Schalke. Los geht's. Direkt ein Eckball von links für uns. Steiner auf den langen Pfosten, da ist Meier und köpft den Ball weg. Borgstrand nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum, der Ball landet im Aus. Dann gibt es hier das erste Tor. Da ist das erste Tor, Gyamfi, dritte Saison, der Ogbu mit dem Assist. Sissoko stoppt den Ball, trottet zum Mittelkreis. Dann wären wir jetzt auf Platz 3. Vertainen auf Sissoko. Er flankt in die Mitte. Domissi passt ins linke Mittelfeld hinüber. Sissoko hat es nicht eilig, läuft in die Mitte. Passt ins linke Mittelfeld. Da ist niemand. 2-0. Domissi mit seinem ersten Tor für uns. Der Florian. Da muss er erstmal einen Kasten ausgeben. Tahiri jetzt. Aber Karanovic kann sich das Leder sichern. Ah, da ist der Anschlusstreffer. Jerome Tschukcin. Oder Kukin. Gelbe Karte für Gyamfi. Ali Schneider. Das ist nach wie vor ein Name, der im Gedächtnis bleibt. Wir führen 2-1. Ein munteres Derby. Domissi spielt hier fast perfekt. Bekommt ein Lob. Wir nicht tun. Offensive Schalker jetzt ja auch. Bei Würzburg steht es unentschieden. Bei Kaiserslautern auch. Quader nimmt den Ball mit, leitet das Leder direkt auf rechts außen weiter. Der Ball geht ins Aus. Schneider auf den rechten Flügel. Der Ball geht auch ins Aus. So. Gelbe Karte für Steiner wegen schwerer Schiedsrichterbeleidigung. Dann nehme ich ihn auch mal lieber raus. Udali kommt für ihn rein. Ich habe ihn auf die Transferliste gesetzt, aber jetzt haben wir ihn noch. Und ich mag den Mann ja eigentlich. Von daher kann er jetzt auch mal spielen. Da ist er nämlich auch direkt. Er flankt auf den langen Pfosten. Schöne Flanke und da schlafen alle. Abstoß. So, für Mohr kommt Schrenn. Eckball von rechts. Noch ist das Spiel umkämpft. Udaldi hart nach innen, Domissi steigt hoch, schiebt Gunnarsson weg und Schiedsrichter Gamka, Dr. Gamka hat das gesehen und pfeift. Ich bringe Gnangon für Sissoko. Und da ist Tahiri mit dem 3-1, die Vorentscheidung. Gnangon, der gerade reingekommen ist mit dem Assist. Dann kommt noch Schawat für Gyamf. Ach, wir haben schon dreimal gewechselt, ja. So, passiert jetzt nochmal. Aber direkt Tomaschek. Wenn der jetzt nochmal direkt einen Anschlusstreffer schießt, dann könnte es nochmal eng werden. Kann sich der Kausu. Da ist er auch direkt der Anschlusstreffer. Erstes Saisontor. Und jetzt der Tomaschek nochmal. Aber Ogbu gewinnt den Zweikampf. Die letzten Minuten. Wir gewinnen mit 2-3 auf Schalke. Es war ein umkämpftes Spiel. Auch dieses Spiel bekommt die Note 3 ordentlich. Auch das war in meinen Augen für den neutralen Zuschauer eher eine 2+. Wir gewinnen. Domissi, der Neuzugang mit dem. Er war der beste Mann hier, hat auch getroffen. 433.000 Euro Prämie bezahlt. Wir klettern von 4 auf 3. Gewinnen mit 2-3 auf Schalke. Augsburg spielt 0-0 gegen Leipzig. Freiburg 1-1 gegen Mainz. Kaiserslautern gewinnt 2-1 gegen Regensburg. Rostock 0-0 gegen Würzburg. Damit haben wir 2 Punkte auf Würzburg. Gut gemacht. Frankfurt verliert 0-3 gegen Bayern. Ja, die Bayern starten einen Lauf, stehen jetzt auf Platz 14. Düsseldorf verliert 2-0 gegen Wolfsburg. Deswegen konnten wir Düsseldorf überholen. Bielefeld gewinnt 1-0 gegen Dresden. Die weiter einen Platz runtergereicht werden. Ingolstadt verliert 0-1 gegen Union. So, wir haben 3 Punkte Rückstand auf Lautern, 8 Punkte Rückstand auf Würzburg, 2 Punkte Vorsprung vor Düsseldorf und Rostock. Tahiri hat schon wieder getroffen.
Er bleibt auf 1 in der Scorerliste, ebenso in der 11 des Tages, ebenso. Und Domisi ist auch noch mit dabei. Wir waren im bestbesuchten Stadion zu Gast. Schalke möchte mich haben, ja. Die wollen mich direkt hier behalten. Aber nein, liebe Schalke, bei aller gemeinsamer Vergangenheit und auch die Magdeburger, warum sollte ich jetzt den BVB verlassen? Noch haben wir hier keinen Titel geholt. Ich spiele jetzt gegen Olympique Nîmes. Die französischen Ausspracheregeln, die sind auch nicht so leicht zu durchschauen. So, Simon, der wird erstmal besucht. Domisi und Schrenn können hier ja nicht mitspielen. Da wird man ja auch schon so ein bisschen dadurch erst recht zum leichten Rotieren gedrängt. Aber es ist ja ganz gut. Haben 5,1 Millionen Euro verloren. Haben nur noch 76 Millionen. Nur noch 76 Millionen. Dennoch, glaube ich, kann ich hier meine kleine Shoppingtour fortsetzen. Die Gebäude, die ich hier kaufe, die werden natürlich auch auf lange Sicht hinweg Einnahmen generieren. Was kaufen wir uns denn jetzt? Das Einkaufszentrum kostet 5,1 Millionen. Dann kaufe ich erstmal die Tanke hier. Für 530.000 Euro. Nochmal 85.000 Euro Angestelltengebühr. Eine kleine Tanke. Jugendspieler. Da haben wir nach wie vor keine. Interessant. Ich habe beim letzten Mal gar nicht die Jugendergebnisse nachgeguckt. Das mache ich dann aber am Ende. Diesmal so. Eine englische Woche. Wir trainieren leicht die Kondition und pumpen etwas. Pressing ist immer noch ziemlich bescheiden, das wird doppelt trainiert. Die Einwürfe haben sich deutlich verbessert. Dann trainieren wir hier mal noch Torwarttraining und Elfmeter und Torschuss und Überzahlspiel. Tahiri ist gelb gesperrt in der Königsklasse, aber gut, jetzt in dem für uns relativ irrelevanten Spiel ist das ja nicht so schlimm. Ins Einzeltraining geht einfach mal der gute Gnagdon. Magnon, weiß gar nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, aber die Leute korrigieren mich ja so selten. Ach, ich habe den Striso gar nicht aufgestellt gegen Schalke. War keine Absicht, aber er wird in der. Obwohl jetzt gegen Nîmes. Nîmes. Kann eigentlich auch der Stanisavljevic drin bleiben. Because why not? Der Striso wird es nachvollziehen können, dass auch mal die anderen Torhüter ein bisschen Spielpraxis abkriegen. Und der Tahiri ist schon übermotiviert, dann sollte ich eigentlich gar nicht mit ihm reden. Aber wir können ja mal einen persönlichen Plausch führen. So, Simon wird besucht. Das ist der Hauptsache. Steiner bekommt auch ein Lob. Zappa. Ist ja eigentlich Musiker. So, wir spielen jetzt gegen Nîmes. Stanisavljevic spielt in die Innenverteidigung. So, Schrenn und Domisi können nicht mitspielen. Tahiri ist gesperrt und Simon ist verletzt. Wird man mal ein bisschen zur Rotation gepusht. Der Mihai, was heißt mit Rotation? Mihai kommt wieder zurück. Hätte er eigentlich auch im letzten Spiel schon machen können. Und im Sturm Filippotto, Ogbu und Mohr. Da ist dann jetzt auch gerade ein bisschen ein Mangel an Alternativen. Aber da hören wir die ja. Schaschenko geht mal auf die Bank. Zappa darf mal von Beginn an ran. Auch Hemming darf mal von Beginn an ran wieder. Nonon spielt auch mal von Beginn an. So, für die Gegner geht es ja noch mal einiges. Wobei, da sind 3 Punkte Differenz und die Tordifferenz ist auch krass unterschiedlich. Deswegen wird da wahrscheinlich in meinen Augen sowieso nichts mehr getan. Stehen die auf 2 oder auf 3? Ich weiß es gerade gar nicht. Das Stadion ist ausverkauft, zumindest in der Königsklasse. Die Fans setzen auch klare Prioritäten beim Ticketkauf. 270 Gästefans, ordentlicher Platzzustand. Wir sind ungeschlagen in der Champions League, das soll auch so bleiben. Angie Merkel tippt 4:3 auf uns. So, jetzt passiert erstmal gar nichts in der ersten halben Stunde. Dann eine gelbe Karte für Meier nach einer Grätsche von hinten. Ogbu flankt aus vollem Lauf. Er will auch zeigen, dass das hier kein Strohfeuer war mit seinem Viererpack neulich. Jetzt Filippotto gegen Kater geht an ihm vorbei. Filippotto, der trifft bisher, glaube ich, nur in der Königsklasse. Er hat Platz. Holt aus. Und da wird ihm das Standbein weggegrätscht. Das wird direkt gepfiffen von Herr Hagen. Der pfeift schon wieder unser Spiel. Eine Ermahnung und ein Elfmeter für uns. Das ist die Chance für Romeo Mohr gegen Keeper Noverka. 3 Schritte Anlauf, Flachschuss, Tor.
Romeo Mor zum 9. Mal in der Champions League. Ist für einen Stürmer natürlich auch dankbar, wenn man die Elfmeter schießen kann, dann kann man die Bilanz schnell bessern. Aber man muss auch erstmal jeden Elfmeter reinmachen. Der Mor kriegt ein Lob, wir führen 1-0. Gut, dass der Filippotto sich da nicht verletzt hat. Führung. Jetzt Kopfball Filippotto und der Keeper klatscht ab. Und Steiner bekommt den Ball vor die Füße und er schießt Nowerka an. Und er kann den Ball festhalten. Ah, es hätte das 2-0 sein müssen. Ich bringe dann mal Schawat für Zappa. So, wie steht's denn bei den anderen? Famalicão führt gegen Leeds United. Wenn die jetzt ihren ersten Sieg holen, so wie die Schweden in der ersten Gruppenphase, holen am letzten Spieltag den ersten und einzigen Sieg. Dann ist hier sowieso egal, was bei uns passiert. Und ich wechsle jetzt mal etwas spät. Jetzt habe ich erst einmal gewechselt und es ist schon die 88. Minute. Da habe ich mich jetzt hier festgequatscht. Ogbu flankt in den Strafraum. Filippotto kommt mit der Fußspitze an den Ball gegen Gildo Horn. Und haut ihn rein. Ja, er trifft in der Königsklasse. Ich wechsle etwas sehr spät. Aber zumindest wechsle ich noch. Schaschenko kommt rein für Tkaschenko. Für Nainon. Und Udayi. Für Steiner, wir führen 2-0. Wir bleiben ungeschlagen in der Königsklasse. Kein Gegentor kassiert. Etwas spät gewechselt. Wir kassieren mal wieder fett. Fett. Zwei Stürmer-Tore, 2,6 Millionen Ticketeinnahmen, 600.000 Fernseheinnahmen, 840.000 Euro Prämien. Schiedsrichter Hagen, warum pfeift er jedes Spiel von uns? Er war der beste Mann. Wenn er immer der beste Mann ist, dann kann er gerne weiter pfeifen. Romeo Mor, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 5 schwach. 61% Quote ARD und ZDF. Wir sind im Viertelfinale der Champions League. Ich habe ja gesagt, zu 90% werden wir auf einen italienischen oder französischen Club treffen. Zum Beispiel Atalanta Bergamo oder Hellas Verona. Das war letztes Mal schon klar. Real Madrid und Genk sind draußen, auch wenn ich nach Belgien eigentlich gerne gefahren wäre. Neapel und Sheffield sind weiter. Also auch England ist noch in der Lostrommel. Sampdoria, Genua und West Bromwich sind draußen. In unserer Gruppe ein Unentschieden zwischen Famalicão und Leeds United. Damit ist... Da sind die beiden draußen, Nîmes und wir sind weiter. Kann ich auf die überhaupt treffen? Wird das nochmal komplett frei ausgelost oder sind die Teams aus der Gruppenphase da erstmal raus? Ich weiß es nicht ganz. Und ja, die doppelte französische Dröhnung nochmal oben drauf. Marseille und Nizza, Zenit und Trabzonspor. Also drei französische Clubs, ein deutscher Club, drei italienische und ein englischer. Dreimal Italien, dreimal Frankreich und dann einmal Deutschland, England. In der Euroleague ist es immer etwas gemischter. Frankfurt ist mit 2 Siegen gegen Luxemburg weiter. Augsburg verliert im Elfmeterschießen gegen Metz. Das ist ärgerlich. Und Bayern setzt sich durch gegen Odense Beccali. Bayern bessern sich dann doch, sind auch im Viertelfinale der Euroleague. Wir treffen auf Nizza. Die kennen wir ja schon aus der ersten Gruppenphase. Und ja, ich habe es gesagt, Frankreich... Den Gasten Rotwein, den lasse ich erstmal noch im Vorort stehen. So, Sheffield United gegen Atalanta Bergamo, Olympique Nîmes gegen SSC Neapel, Nizza gegen Dortmund und Hellas Verona gegen Olympique Marseille. Alles gemischte Matches. England gegen Italien, Frankreich gegen Italien, Frankreich gegen Deutschland und Italien gegen Frankreich. Zweimal Frankreich gegen Italien. In der Europa League, Kopenhagen gegen Bayern. Hedern in Edinburgh gegen Eintracht Frankfurt, Wisla Krakau gegen Metz und Inter Mailand gegen RSC Anderlecht. So, die Prämien werden erhöht. Wir wollen ins Halbfinale. Es gibt 10.000 Euro Siegprämie gegen Nizza. Wie haben wir in der Gruppenphase gegen die gespielt? Aber wir haben ja noch kein Spiel verloren in der Champions League. Von daher habe ich da natürlich eher positive Assoziationen. Gegen Nizza haben wir in Nizza 2-1 gewonnen und dann zu Hause 3-3 gespielt. Ein Remis, ein Sieg, das würde uns natürlich im Viertelfinale auch reichen. Wir spielen jetzt gegen Kaiserslautern. Ich habe es ja gesagt, als hätten wir nicht genug zu tun. Ein absolutes Spitzenspiel, ein Highlight, jagt das nächste. Der zweite gegen den dritten, wir haben 3 Punkte Differenz, wir haben die beste Tordifferenz. Mit einem Sieg würden wir auf Platz 2 stehen. Strisu geht ins Tor zurück. Sissoko kommt für Nanon rein. So, jetzt können auch die anderen hier wieder mitwirken. Tahiri kommt rein. Schren geht auf die Bank. Domisi kommt rein.
So soll's laufen gegen die roten Teufel. Ich halte auch mal wieder eine meiner seltenen Ansprachen. Ich sag's nochmal. Hier geht es um 6 Punkte. Und wenn ich richtig überlege, wäre ein Sieg, ja? Wäre ein Sieg besser als ein Unentschieden. Ich habe das jetzt mehrmals hier an der Kreidetafel vorgerechnet. Die Spieler lassen sich nicht ganz davon überzeugen. Das Stadion ist mal wieder ausverkauft, auch in der Bundesliga bei so einem Spitzenspiel. Nicht verwunderlich. Über 3600 Gästefans. Zinedine Zidane hat dreimal mit seinem Kopf auf den Tisch gehauen. 3:0 tippt er auf Kaiserslautern. Aber nein, wir wollen hier den Heimsieg. Erstmal jetzt Kopfball-Viana weit übers Tor. Werteinen leitet den Ball nach links weiter. Dos Santos nimmt den Ball mit, kann querlaufen. Dos Santos wird von Gaspar bedrängt oder gerempelt. Schlägt ihn auf rechts außen. Zappa gegen Pedersen. Zweikampf. Kann sich mit etwas Glück durchsetzen. Stoppt den Ball. Geht Richtung Strafraum. Holt aus, zieht ab und der Ball ist drin. 1:0. Alexander Zappa mit seinem dritten Saisontor. Dos Santos mit dem Assist. Steiner mit dem Querpass. Wir stehen aktuell auf Platz 2. Bei Würzburg führt auch schon 2:0. Und wir gucken erstmal auf uns selber. Sissoko gegen Santos. Gelbe Karte für Okpu. Und Mohr trifft zum 10. Mal. Vorlage Tahiri. Er macht zweistellig. Simon Santos sieht gelb. Sissoko nimmt den Ball mit. Zieht scharf vor dem Strafraum nach innen. Zappa auf links außen. Stürmt in den Strafraum. Okpu gegen Zubaydat. Geht an ihm vorbei. Okpu. Dompe bedrängt ihn, verliert den Zweikampf. So wird, und das 3:0. Mihai trifft auch. 3:0 in diesem 6-Punkte-Spiel. Besser kann es nicht laufen. Ein Lob für Mihai. Und ich zeige Begeisterung. Wenn ich mal tot bin, möchte ich, dass sie meine Asche über dem Stadion ausstreuen, damit ich dieses Spiel weiterverfolgen kann. Ist das geil? Ist das geil. Ich muss mich ja erstmal unsterblich machen. So, 3:0, Viana. Und die Spieler machen sich auch unsterblich mit solchen Leistungen. Viana rutscht aus, da ist allerdings jetzt das 3:1 durch Knas Müller. Aber direkt im Gegenzug das 4:1. Zappa zum zweiten und der Tahiri, der hat auch nach wie vor das Auge für die Kollegen. Zubaydat sieht gelb. Chavard kommt für Dos Santos rein, der hier nicht den allerbesten Tag heute hat, obwohl er eine Torvorlage geliefert hat. Ekball jetzt für die roten Teufel. Wir würden mit einem mega Statement hier an ihnen vorbeiziehen. Jetzt Strisu faustet den Ball weg. Würzburg gewinnt auch deutlich. Dann kommt mal Schren für Tahiri. Einfach mal Spielpraxis für den Mitspieler, sage ich. Das motiviert den Tahiri. Das ist ein absoluter Teamplayer. Jetzt nochmal indirekter Freistoß. Würzburg führt 4:1 gegen Wolfsburg. Aber die Saison ist noch lang. Tollefsen, wir stehen aktuell erstmal auf Platz 2. Dann wären wir der erste Jäger hier. So, für Okpu kommt Filopoto. Der hat schon gelb. Also der Okpu. Dreimal gewechselt. Mohr flach auf Zappa, der will ja auch die dritte Bude machen. Der Keeper steht zu weit vor seinem Kasten. Herrlicher Heber, aber der Keeper kann dann doch noch da reinkommen. Passiert hier noch was? Nein, wir gewinnen mit 4:1. Und damit tauschen wir die Plätze mit Kaiserslautern. Und nochmal ein fetter Payday, 2,6 Millionen. 400.000 Fernseheinnahmen für 66% Quote bei Sport 1. Das sind ja Quoten wie bei den sexy Sportclips hier. 423.000 Euro Prämie gezahlt. Zappa, der beste Spieler mit 2 Toren. Spiel bekommt die Note 3. Ganz nett. Und wir tauschen die Plätze mit Lautern. Union gewinnt, nein, verliert 2:3 gegen Hansa. Wir gewinnen 4:1 gegen Klautern. Regensburg gewinnt 3:1 gegen Schalke. Würzburg gewinnt 4:1 gegen Wolfsburg. Ja, wir gewinnen 4:1. Würzburg gewinnt 4:1. Ist das ein Omen, dass das jetzt hier zum Revolver-Duell zwischen Würzburg und Dortmund wird? An den letzten 12 Spieltagen. Nein, wir stehen punktgleich mit Kaiserslautern. Natürlich war das heute ein Statement, aber natürlich ist die Saison noch lang. Wir haben auch nur 2 Punkte mehr als Düsseldorf und 2 Punkte mehr als Rostock. Aber wir haben zumindest 18 Punkte mehr als Mainz auf Platz 16. Also mit dem Abstieg brauchen wir, glaube ich, nicht mehr rechnen oder wir müssen es nicht mehr befürchten. Regensburg 3:1 gegen Schalke, Würzburg 4:1 gegen Wolfsburg, Mainz verliert 0:3 gegen Eintracht Frankfurt, Bayern verliert 1:2 gegen Bielefeld, wieder ein Dämpfer für die Münchner. Leipzig verliert 0:3 gegen Ingolstadt. Düsseldorf gewinnt 2:0 gegen Augsburg. Damit Düsseldorf bleibt auch an uns dran. Und Dresden, die werden weiter durchgereicht. Ne, sie bleiben auf 8, aber sie verlieren schon wieder 0:1 gegen Freiburg.
So, wir haben 39, Lautern hat 39, Düsseldorf 37, Rostock 37, Bielefeld 35. Wir haben 7 Punkte Vorsprung vor Platz 7. Da steht RB Leipzig. Auf den Abstiegsplätzen Mainz, Schalke und Ingolstadt. Tahiri auf 1 der Torjägerliste und auch ganz klar auf 1 der Scorerliste, weil er jetzt auch schon viele weitere Vorlagen beigesteuert hat. Mohr auch mal wieder gut dabei gewesen, auch in der Elf des Tages, wie auch Zapper, Steiner und Werdeinen. Ich werde umworben von Wacker. Soll ich jetzt nicht einfach mal nach Wacker Burghausen gehen, die in der zweiten Liga auf Platz 18 stehen? Man soll sich ja immer fordern, man soll neue Herausforderungen suchen. Aber ich denke, ich bleibe erstmal bei Borussia Dortmund. So, wir gucken mal. Wir haben finanziell schon über 30 Millionen Gewinn gemacht, trotz der ganzen Häuserkäufe. Nochmal 6 Millionen obendrauf in dieser Woche. 82 Millionen Bankguthaben. Das Präsidium mag mich, auch die Opposition findet mich gar nicht so schlecht. Ich bin der König von Dortmund. Wir gucken die Statistiken an. In der Heimtabelle stehen wir auf Platz 2. In der Auswärtstabelle auf Platz 6. In der Hinrundentabelle waren wir auf Platz 4. In der Rückrundentabelle stehen wir auf Platz 2. Hansa Rostock aktuell die beste Mannschaft der Rückrunde. Tabelle erste Halbzeit, da sind wir das Maß der Dinge. Da kann aktuell niemand mithalten. Ganz klar sind wir auf Platz 1. In der Tabelle der zweiten Halbzeit sind wir auch immerhin auf Platz 2. In der zweiten Liga haben wir oben Hoffenheim, HSV und Nürnberg. Unten haben wir Wiesbaden, Osnabrück, Darmstadt und Burghausen. Regionalliga Nord oben Energie Cottbus und Viktoria Köln. Unten Lübeck, Oberhausen, St. Pauli und Lotte. Regionalliga Süd oben Sandhausen, Augsburg 2 und Offenbach. Unten Buchbach, Schweinfurt, Nürnberg 2 und Ulm. Unsere Viertelfinalgegner von Nizza, die stehen in ihrer Liga auf Platz 7. Das ja, geht ja so, ne? Unsere Jugendabteilungen sollen auch nicht vergessen werden. Die A-Jugend in der zweiten Liga auf Platz 1, ganz klar mit 7 Punkten Vorsprung vor Kaiserslautern. Die B-Jugend in der zweiten Liga auf Platz 3, punktgleich mit Fürth und Frankfurt. Es ist eng und die C-Jugend in der Bundesliga auf Platz 8. Zumindest ist man da auch nicht vom Abstieg bedroht. So, wir haben jetzt hier schon einen Jugendlichen, der schon 18 ist, aber wie gesagt, ich lasse sie bis zum Ende der Saison mal noch in der Jugendabteilung. Wir gucken mal, was der junge Khedira macht in Münster. Auch wenn ich denke, dass Münster wahrscheinlich die Kaufoption ziehen wird. Er hat auch allerdings in den letzten Wochen gar nicht mehr gespielt. Münster steht dementsprechend auch nur noch auf Platz 7. So, beim nächsten Mal spielen wir in Frankfurt, dann in Nizza und dann gegen Wolfsburg. Frankfurt und Wolfsburg, die stehen auf Platz 15 und 12. Wir brauchen weitere Punkte und wollen dann auch in Nizza eine gute Voraussetzung für das Spiel zu Hause gegen Nizza schaffen. Das alles gibt es beim nächsten Mal. Und die Grundgebühr ist auch schon drin. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye bye.